Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Sinnovate Your Life, so heißt der Titel des Buches, über das wir heute sprechen wollen, bei Campus Beats. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von dem beliebten Podcast, wo es um Neuerscheinungen geht, wo es um tolle Autoren geht und heute auch über ein Thema geht, wo ich glaube, sich in diesen unruhigen Zeiten viele, viele Menschen Gedanken darüber machen, nicht nur im Business-Kontext, sondern auch privat. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir hier Claudia Thal und Martin Schwemmle hier haben. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß dich. Ich möchte direkt ins Thema einsteigen, liebe Claudia. Wann hast du dir das erste Mal über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht? Ich weiß, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht den genauen Tag wissen und auch nicht die Uhrzeit, aber so grob, wann hast du dir selber das erste Mal über den Sinn des Lebens, warum du hier auf dieser Erde bist, Gedanken gemacht? Wow, das ist eine große Frage, mit der wir gleich einsteigen. Der Sinn des Lebens, ja. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, schon als ich in der Schule war. Und dachte, was mache ich denn, wenn ich fertig bin? Wenn ich Abitur habe, was soll ich denn studieren? Für mich war das so, dass ich ein großes, breites Spektrum an Interessen hatte, aber ich hatte keine Idee, was ich machen sollte. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich angefangen habe, Dinge auszuprobieren. Dass ich dachte, okay, das kann ich so nicht entscheiden kalt. Ich mache einfach Stück für Stück. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe gekellnert, ich habe gejobbt, ich habe Praktika gemacht, ich bin umgereist. Und so entstand langsam so ein Bild, was ich wirklich gut fand und dachte, okay, das kann ich weiter probieren. Martin, wie war es bei dir auch besonders im Hinblick darauf? Jetzt gibt es ja so, glaube ich, die unterschiedlichsten Formen, wie man sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt. Ne? Es gibt ja so diese Ansicht, die Claudia gerade so ein bisschen beschrieben hat, hey, ich möchte am Ende mal jobmäßig das machen, was mich auch wirklich erfüllt. Und es gibt ja auch so ein bisschen, ja, viele, viele tiefer gelegene Ebenen, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Wie war es denn bei dir? Bei mir war das auch schon recht früh. Also ich habe ein Buch gelesen als Jugendlicher, witzigerweise sogar bei Campus erschienen. Und da ging es um die Frage, kann ich denn mein Leben planen? Und ich weiß noch, wie ich mich so gefragt habe, ist es nicht langweilig, sein Leben zu planen, wenn dann alles so kommt, wie es wird? Und habe dann irgendwann ein weiteres Zitat gefunden, naja, aber es ist doch schön, sich einen Plan vorzunehmen und dann kommt es ganz anders. Aber man muss ja mal sich was vornehmen, dass was entstehen kann. Von dem her war das so mein Einstieg in dieses Thema, der sich dann immer weiterentwickelt hat. Und dann hatte ich, glaube ich, noch so ein zweites Erweckungserlebnis. Das war mit Studierenden zusammen, als die gefragt haben, Mensch, du wirkst so fröhlich und zufrieden und ausgeglichen, obwohl du so viel machst. Wie machst du das eigentlich? Und dann saßen wir eigentlich wie so die ollen Philosophen draußen auf der Wiese am Campus vor dem Uni-Gebäude und haben uns über das Thema unterhalten. Und da fiel mir dann auch so, okay, vielleicht habe ich, seitdem ich das Buch gelesen habe, ein paar Dinge gelernt oder angewandt, die das möglich gemacht haben und habe dann nochmal angefangen zu reflektieren, was mache ich eigentlich, damit das funktioniert. Claudia, und ich glaube, es ist auch so, dass die Generationen, gerade die jüngeren Generationen, eher offen für das Thema sind. Ne? Also, dass sie wirklich, ich kenne so meine Eltern, mein Vater, der Vater von meinem Vater war Sanitär- und Heizungsinstallateur, der das auch gemacht hat, der hat das sein Leben lang gemacht. Und irgendwann hat er sich mal gesagt, oh, ich habe ja ziemlich viel zu tun, aber geändert hat er nichts. Und ich habe so das Gefühl, dass die neuen, also die jüngeren Generationen, da eher einen Gedanken dran verschwenden. Ne? Ja, absolut. Wir haben viel mit, wir unterrichten ja beide an der Uni. Wir coachen viele Menschen, die so in Transformationssituationen sind. Und wir stellen immer wieder fest, die Menschen haben viele Optionen und können sich deswegen überhaupt nicht entscheiden. Und das ist ein echtes Problem, weil wonach soll ich mich entscheiden, wenn ich die Kriterien nicht festlegen kann, wenn ich nicht verstehe, was macht Sinn für mich? Und das ist auch der Ausgang unserer Idee gewesen. Wonach wollen wir eigentlich entscheiden, wenn die Welt so komplex ist und so viele Optionen da sind? Wie finden wir den richtigen Weg? Und das ist eine Möglichkeit, nach dem Sinn tatsächlich zu gehen und den Sinn für sich selber festzustellen. Danach kann man tatsächlich viel bessere und informierte Entscheidungen treffen. Martin, ich finde sogar, ich habe das selber mal darüber nachgedacht, wie ich mit diesem Titel, wie ich mit dem Buch und so insgesamt umgehe. Und ich habe zwischendurch mal so den Gedanken gehabt, wir hatten ja jetzt die Situation, dass ganz, ganz viele Geschäftsführer von großen Unternehmen gesagt haben, oh, die junge Generation, die müssen sich mal ein bisschen zusammenreißen, die müssen mal wieder Leistungen akzeptieren, die müssen Gas geben und nicht irgendwelche Sabbaticals machen etc., dass das nicht die richtige Herangehensweise ist, glaube ich, ist uns allen klar. Ich habe dann mal über euer Buch nachgedacht und ich habe mir so gedacht, naja, vielleicht ist es genau das,
dass die junge Generation auch mal eine Methodik mit an die Hand bekommt, wie man eben beides zusammenbringt. Leistung zu bringen im Business, sich einen guten Job zu suchen, der einen auch sinnmäßig erfüllt, um dann zu sagen, hey, das mache ich gerne, das ist okay. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Situation gerade so ist, dass die alle auf dem Weg irgendwie sind und wahrscheinlich am Ende irgendwann ankommen, aber dass dieser Zeitraum sehr lang ist und dass die Wirtschaft nicht gebrauchen kann, dass das sehr lang ist. Und dann kommt jetzt euer Buch daher und sagt, hey, es gibt aber auch eine Methodik, um zu gucken. War das auch so ein bisschen euer Ansatz oder wie war das? Ja, schön, wie du es formuliert hast. Ich glaube, so könnten wir es auch beschreiben. Wir haben ja so ein bisschen diese zwei Pole. Wir haben so diese Welt der wahnsinnigen Effizienz, die vielleicht auch ein Stück weit versucht hat, so den Sinn im Leben oder so dieses Thema Erfolg und Karriere sehr effizient anzugehen. Und dabei kam so ein bisschen der Sinn unter die Räder. Und dann haben wir vielleicht jetzt diese extreme Gegenbewegung, die sehr stark auf dieses Thema Work versus Life Balance geht und dann viel ausprobiert und noch einen Schlenker macht, aber über dieses Ausprobieren am Ende gar nirgends ankommt. Und was wir versucht haben, ist in der Tat beides zusammenzubringen. Also wie können wir einerseits diesen kreativen Freiraum lassen, dieses Gestalten, dieses eigenverantwortlich Ausprobieren und Schauen, aber trotzdem eben ankommen und uns darüber hinweg nicht verlieren. Und da sind natürlich diese Ansätze einerseits aus der positiven Psychologie, aus diesem ganzen philosophischen Sinnbereich hilfreich, um zu gucken, was ist eigentlich ein Ziel, auf das ich gehen möchte. Also auch wieder Stichwort strategisches Vorgehen. Ich brauche ja irgendwie ein Ziel vor Augen. Und dann hilft aber dieses innovative, iterative Vorgehen, da auch so ein bisschen, sagen wir mal, spielerischer ranzugehen, auch vielleicht Optionen Raum zu geben, die ich noch gar nicht im Blick hatte, Dinge links und rechts vom Weg zu entdecken und so dann eben anzukommen, Neues mitzunehmen, aber eben nicht auf dem Weg verloren zu gehen. Mein erster Gedanke, Claudia, war, als ich Methode und Sinn des Lebens gehört habe, da hat sich bei mir was gesträubt. Also als ich nur diese zwei, da habe ich so gedacht, da irgendwas passt da nicht. Dann habe ich mir im Vorfeld dieser Podcast-Episode Gedanken gemacht, habe mir so gedacht, naja, wenn du jetzt zum Beispiel Meditation lernen willst, musst du ja auch eine gewisse Methodik folgen und musst irgendwie atmen und musst gucken so, dass du dazu, also, und dann gehst du weiter. Also irgendwie steckt das alles zusammen. Wieso hatte ich dieses Gefühl? Also ich weiß bis heute nicht, warum ich dieses erste Gefühl hatte, dass ich dachte, da passt irgendwas nicht zusammen. Sinn, denken viele Menschen ja, ist sowas wie Bauchgefühl, so eine Intuition. Und das ist wahr, aber es ist noch viel mehr dabei. Es ist so, dass Sinn einfach eine Entscheidung ist. Das ist eine willentliche Entscheidung zu sagen, okay, ich will mein Leben in die Hand nehmen. Ich will zufrieden sein. Ich will ein gutes, zufriedenes, erfolgreiches Leben führen. Und dafür muss ich eben bestimmte Schritte machen. Ich muss einmal den Mut aufbringen, tatsächlich zu sagen, okay, ich will was verändern. Und dann brauche ich eben eine Methode, strukturierte Schritte, zu sagen, okay, wie komme ich jetzt von A bis Z? Ja, wie komme ich zu diesem Ergebnis, das ich mir wünsche? Und Sinn ist eben was, was man produzieren kann, was man entwickeln kann für sich. Sehr Schritt für Schritt strukturiert. Und das ist der Grund, warum wir eine Methode brauchen, die wir entwickelt haben, zu sagen, okay, lass mal gucken, wenn du dich entschieden hast, irgendwas stimmt in deinem Leben nicht, du brauchst mehr Erfüllung, du brauchst ein neues Ziel, dann nimm doch eine Methode, mit der du konsequent umdenken und umsetzen kannst. Und ich glaube, um da anzuschließen nochmal, das ist ja so die positive Entmystifizierung des Sinns. Also das ist jetzt nichts, was über dich kommt, wenn du Glück hast, sondern es ist, wie Claudia schon gesagt hat, eine Entscheidung. Das heißt, du kannst dich selbst dafür entscheiden, dich drum zu kümmern und dann musst du halt aber auch was dafür tun. Aber dann ist eben auch Sinn im Leben und mehr Sinn im Leben möglich. Das heißt, wenn wir jetzt mal, Martin, davon ausgehen, jetzt in dem Podcast irgendwie die Methode im Detail zu beschreiben, das wäre ja ziemlich schwierig. Aber wenn man jetzt das Buch dann hat, dann gibt es da wirklich, wie man sich das vorstellt, so es gibt eine Reihenfolge, es gibt eine Struktur, es gibt was, wo man sich dran herhangeln kann. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben in der Sinnovation-Methode 5 Schritte definiert, die tatsächlich schrittweise vorgehen. Also das beginnt dann mit so der Frage, wer bin ich eigentlich? Weil wir sagen, naja, wenn du das Buch deines Lebens oder die Geschichte deines Lebens schreiben möchtest, dann solltest du ja wissen, wer die Hauptfigur ist. Deswegen ist es wichtig, mal zu verstehen, wer bin ich eigentlich, bevor ich mich auf den Weg mache. Und dann führen wir angelehnt einen Innovationsprozess
Prozess durch verschiedene Schritte. Das heißt, wir gucken rein, wo läuft vielleicht gerade was unrund, was ist ein guter Einstiegspunkt, welche Möglichkeiten habe ich oder kann ich neu schaffen, aus denen ich auswählen kann, wie komme ich dann zu einer guten Entscheidung und am Ende, wie bleibe ich denn dran, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und sorge dafür, auch die umsetzen zu können. Und das sind dann 5 Schritte, wie wir quasi vom Einstieg, wer bin ich, bis zu einer Entscheidung in ihrer Umsetzung kommen. Claudia, ich könnte mir vorstellen, dass ihr häufiger beim Abendessen mit Freunden oder mit Bekannten oder mit Familie zusammengesessen habt und dann über dieses Thema gesprochen habt. Kommen als erstes die Fragen in Bezug auf Karriere, also dass ich einen Job habe, der mich erfüllt, oder kommen als erstes so die Fragen wie, ich bin mit meinem Leben irgendwie nicht zufrieden, ich möchte eigentlich glücklicher sein, so ein bisschen tiefgreifend. Also was sind so die ersten Fragen? Oder wie wird es interpretiert praktisch? Also ich erlebe beides. Aber es scheint so zu sein, dass Menschen diese Unzufriedenheit im Job leichter greifen können. Das liegt so oben auf. Und deswegen ist es leichter, Gespräche darüber zu führen, scheint mir, okay, irgendwas passt in meinem Job nicht oder ich komme nicht weiter oder ich mache nicht die Karriere, die ich mir wünsche oder der Job ist anders, als ich dachte. Und deswegen ist es leichter, Sinn im Job zu besprechen. Und da können wir auch leichter, da können wir auch sehr leicht anknüpfen, weil da die Menschen verstehen, genau wie im Job, okay, wir müssen bestimmte Dinge tun, es gibt strategische Entwicklungen, es gibt Methoden, es gibt innovative Skills, die nutzen wir sowieso auch in unserem Arbeitsalltag. Warum sollten wir das nicht auf unser eigenes Leben anwenden? Und so schaffen wir dann den Connect und kommen in so ein Gespräch über, okay, hast du schon mal über einen Sinn nachgedacht? Was ist eigentlich Sinn? Kann man Sinn herstellen? Okay, Schritt für Schritt können wir machen, lass uns mal probieren. Deswegen ist Job, über einen Job nachzudenken, immer ein guter Einstieg, um zu gucken, gibt es hier irgendwas, was ich verbessern kann in meinem Leben. Ich glaube, es ist Zeit für einen Offbeat. Ihr beiden habt gesagt, ihr habt schon mal die ein oder andere Campus Beats Folge gehört. Das heißt, ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt. Wir wollen mal hören, was eure Lektorin so zu eurem Buch sagt, wie sie mit dem Projekt konfrontiert wurde, was sie zu euch beiden sagt. Ich habe es schon gehört, also so viel kann ich euch sagen. Sie verliert nur gute Worte über euch. Und von daher, hören wir doch mal rein. Offbeat. Den Sinn im eigenen Leben finden. Wer möchte das nicht? Und was so hochtrabend und vielleicht ja sogar ein bisschen pathetisch klingt, das wird mit der Methode von Claudia Thal und Martin Schwemmler auf einmal ganz greifbar. Und das ohne esoterischen Schnickschnack, sondern ganz systematisch und aufbauend auf Best Practices aus dem Management, die die beiden für Sinnovate Your Life adaptiert haben. Das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich tagtäglich mit neuen spannenden Themen zu tun habe und neue spannende Autorinnen und Autoren kennenlernen darf. Und natürlich habe ich die Methode der beiden beim Bearbeiten des Manuskripts gleich auch mal getestet. Und ich habe mich sehr gefreut zu erkennen, dass mit dem, was ich tue, ich schon auf einem ganz guten Wege bin für ein für mich, ja, sinnerfülltes Leben. Und trotzdem habe ich auch noch viele neue Impulse mitgenommen. Was mich zusätzlich sehr beeindruckt hat, die beiden haben nicht nur die Methode entwickelt und in eine Buchform gebracht. Martin Schwemmler hat auch noch das Innenlayout gestaltet. Und das ist nun leider für die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sichtbar, aber ich kann versichern, es ist mehr als gelungen. Martin, es ist ja so, ich glaube, es gibt Menschen, die von ihrer Art her und von ihrem Sein her irgendwann offen für so etwas sind. Und dann gibt es ja die unterschiedlichsten Abstufungen von Menschen, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel in die Umsetzung zu kommen. Ne? Den gibst du eine Struktur an die Hand, dann fangen die an und dann merken die, wow, irgendwie, keine Ahnung, ich komme damit nicht klar, das ist anstrengend oder wie auch immer, hören dann auf, fangen dann wieder an. Dann gibt es Menschen, die ziemlich straight sind, die sagen, ey, komm, ich ziehe es jetzt durch, egal was ist. Was würdet ihr euch wünschen, also, dass sich praktisch jeder irgendwie wiederfindet oder reicht es euch auch schon, wenn einer praktisch damit anfängt und schon mal merkt, irgendwas geht da, oder was würdet ihr euch wünschen? Na, das Erste ist, glaube ich, tatsächlich sich dieser Frage zu stellen, bin ich zufrieden? Kann mein Leben so weitergehen, wie es gerade ist? Und wenn nein, ich kann was dafür tun. Das ist, glaube ich, die erste Erkenntnis, die wir uns wünschen, dieses Sinn ist eine Entscheidung und ich kann sagen, ja, ich will mehr Sinn und dann kümmere ich mich drum.
Und dann wäre es natürlich in der Tat schön, wenn man sich dann auch auf den Weg macht. Aber was wir bisher auch schon gehört haben von Leserinnen und Lesern, ist, dass ganz viele auch schon diese kleinen Übungen, die wir im Buch drin haben, wir haben die Sinnovation Schnellstart genannt, ganz toll finden. Das sind dann also nicht diese großen Übungen in den 5 Schritten, sondern so ganz kleine Hacks, auch aus teilweise aus unserem eigenen Alltag. Wie schreibt ihr eine E-Mail, die dann in einem Jahr bei dir ankommt, oder sucht ihr so einen Accountability Buddy, der oder die dich mal wieder fragt, wie läuft's denn? Und manchmal helfen auch schon diese kleinen Sparks im Alltag mehr Sinn zu bringen. Deswegen freuen wir uns natürlich über die, die quasi die Langstrecke mit uns gehen. Aber von allem, was wir gehört haben und selber erlebt haben, hilft es auch schon oft, so kleine Snippets vom Sinn in den Alltag zu bringen. Das ist ja cool mit der E-Mail. Claudia, wie genau ist das? Also ich schreibe mir praktisch eine E-Mail und schreibe auf, was ich gerne in einem Jahr haben möchte, oder wie ist das? Oder wie ich weitergekommen bin? Ja, man schreibt quasi einen Brief an sein zukünftiges Selbst. Und es gibt technische Tools, die spielen einem das dann zum Beispiel in einem Jahr oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren zurück. Und dann kann man nochmal schauen, wo stand ich da? Was habe ich mir gewünscht? Ist das eingetreten? Und ist es das, was ich mir gewünscht habe? Und bin ich auf dem richtigen Weg? Also das sind immer so ganz wunderbare kleine Erinnerungen im Alltag, um am Thema dran zu bleiben, ne? Weil unser Alltag ist wahnsinnig aufwendig, super komplex, wir sind alle unglaublich im Stress und wir müssen eben auch so Momente schaffen, wo wir über uns nachdenken und wo wir diese Zeit für uns nehmen, zu sagen, okay, bin ich zufrieden, bin ich glücklich, tipptopp, lass uns weitermachen, aber wenn nicht, wenn es da irgend so ein Störgefühl gibt, dann ist es gut, sich diese Zeit zu nehmen und sagen, okay, lass mal schauen, können wir vielleicht auch mit kleinen Sachen was verändern, damit wir besser im Leben stehen und handlungsfähig bleiben. Weil das ist das, worum es ja uns eigentlich geht. Wir wollen zufriedene, glückliche, produktive Menschen haben, denn das will jeder von uns. Jeder von uns möchte eigentlich zufrieden und glücklich sein. Aber es ist so schwierig, das zu erstellen. Wenn wir uns die Zahlen angucken, also die Hälfte aller Leute sind unzufrieden, 1/3 sind von Burnout betroffen, ganz viele gehen in die innere Immigration, weil sie ihren Job nicht wirklich machen können und keinen Ausweg wissen. Also worum geht's? Ist es doch immer dasselbe. Wie können wir glücklich und zufrieden und produktiv werden? Und dafür, glauben wir, haben wir eine Methode und Skills, um das tatsächlich den Menschen ein bisschen unter die Arme zu greifen, zu sagen, okay, das kann ich selber machen. Wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme und wir portionieren das eben so, dass für jeden und jede hoffentlich genug Zeit ist, damit sie das in ihren Alltag integrieren können. Und ich glaube, das ist auch nochmal das Stichwort, in den Alltag integrieren. Also Sinn im Leben ist ja eine lebenslange Aufgabe. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wir bieten jetzt so ein Bootcamp, so ein Trainingslager an, um mal so die Grundlagen zu erarbeiten. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht in 2 Jahren wieder andere Fragen habe, mit denen ich mich beschäftigen muss oder sich mein Umfeld so verändert hat oder ich selbst, meine Wünsche, meine Werte sich vielleicht verändert haben, sodass ich mal wieder mich fragen muss, ist das, was ich gerade mache, eigentlich für mich noch so sinnstiftend? Und deswegen ist uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht einfach nur sagen, mach mal mit uns jetzt diese 5 Schritte, sondern wir wollen ja auch Tools und Tricks und auch eine Haltung vermitteln, die es einem ermöglicht, Sinn lebenslänglich herzustellen. Also dran zu bleiben mit kleinen Übungen, mit kleinen Reflexionsfragen. Du sprachst auch vorhin, Dirk, von den Fragen beim Abendessen. Also natürlich verändern sich die Gespräche, wenn du dich mal langfristig mit dem Thema Sinn im Leben beschäftigt hast. Du fragst ganz automatisch im Freundeskreis andere Fragen. Und da wird es nicht jedes Abendessen zum Coaching-Gespräch. Aber natürlich ist es eine andere Haltung, die man auf das Leben einnimmt. Und das ist irgendwie aber auch das Schöne, dass man dann nicht einfach nur jetzt so 5 Schritte durchlaufen hat, sondern dass man ein Stück weit mit einer neuen Haltung auf das eigene Leben guckt und wie gesagt auch mit anderen über diese Themen spricht. Und dann wird die Beschäftigung mit dem Sinn im Leben was ganz Natürliches. Und das ist eigentlich das, was wir natürlich auch gerne erleben und was uns auch oft zurückgespielt wird. So dieses, hey, ich habe jetzt tatsächlich was, womit ich auch langfristig arbeite. Und das ist ja eigentlich total schön, in einem Leben, das sich permanent verändert, in einer Welt, die sich dynamisch verändert, eine Haltung zu haben, die es mir ermöglicht, mich mitzuverändern und damit nachhaltig und langfristig und dauerhaft meinen Sinn wiederherzustellen und anzupassen.
Ich habe es noch nie erleben dürfen, aber ich stelle es mir ungefähr so vor. Ja, es klingelt an der Tür, das ist so ein Mann im schwarzen Anzug, der hat so einen Koffer, den macht er dann auf, da ist ganz viel Geld drin, weil ich im Lotto gewonnen habe. Dann steht da hier ganz groß mein Name, Dirk Hildebrand, Lotto-Millionär, und dann brauche ich nur noch das Geld nehmen. So, jetzt ist es ja so, wenn man sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt, dann wird nicht irgendwann jemand vor der Tür stehen, den Koffer aufmachen und sagen, hey, du bist auf dem richtigen Weg oder hey, du hast es geschafft, du hast den Sinn des Lebens gefunden. Wünscht man sich, wäre natürlich schön. Woran erkennt man denn, dass man auf dem richtigen Weg ist? Und woran erkennt man, dass man vorankommt? Und woran erkennt man, dass man, ja, wie soll man sagen? Also klar, man fühlt, das fühlt sich bestimmt gut an. Aber die Menschen brauchen irgendwie so, hey, das ist richtig, mach das weiter so. Na, zwei Antworten. Das eine ist, dass wir ganz aktiv auch sagen, überleg dir mal, was deine nächsten Schritte sind. Wenn du jetzt weißt, was du verändern möchtest, mach dir so einen ganz groben Plan, was du ganz grob erreichen möchtest. Und wir sagen auch, überleg dir, wie sich sowas anfühlen könnte, dass du, wenn du in der Situation bist, dass du glaubst, ich habe Fortschritt gemacht, auch mal gucken kannst, ist das das, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Also Punkt Nummer eins, frag dich tatsächlich, was heißt das denn für mich und wie könnte es sich anfühlen oder woran merke ich das? Und Punkt Nummer zwei ist, glaube ich, schon ganz stark dieses Gefühl, dass da Dinge zusammenpassen. Also ein Einstiegspunkt in diese Frage, was stiftet gerade wenig Sinn in meinem Leben, ist so ein Gefühl von einer inneren Spannung, wo ich das Gefühl habe, da passt was nicht zusammen. Irgendwie meine Werte passen nicht zu dem, was ich den ganzen Tag über tue, oder ich habe eigentlich ganz andere Träume als das, womit ich gerade meine Zeit verbringe. Und diese innere Spannung, die spüren wir ganz oft eben im Kontext vom Beruf. Und wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann stellen wir fest, dass die Sachen plötzlich ineinander klicken, dass da was rund läuft, dass ich da nicht mehr diese inneren Spannungsgefühle habe, sondern ich das Gefühl habe, wow, das passt jetzt total zu dem und ich bekomme einfach mehr Energie und strahle vielleicht sogar stärker diese Zufriedenheit aus. Also deswegen ist, glaube ich, so ein Sensorium dafür zu entwickeln, wie geht's mir eigentlich gerade, und so dieses Gefühl von, da passt jetzt ganz viel zusammen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Indikator für ein Leben, das deutlich mehr Sinn hat als zuvor. Ja, es sind die positiven Emotionen, aber es ist auch die Handlungsfähigkeit. In unserer Methode versuchen wir, die Menschen ja sehr zu animieren, Sachen auszuprobieren. Wir nennen das Prototyping in der Innovation. Also kleine Dinge zu versuchen, zu checken, passt das für mich oder nicht, und sich so Schritt für Schritt einer möglichen Lösung in diese Richtung hin zu entwickeln. Und das führt zu ganz verschiedenen Effekten. Die Menschen beginnen viel mutiger zu werden. Sie stellen fest, okay, das ist ja keine Katastrophe, wenn ich jetzt auch hier mal scheitere oder wenn die erste Idee vielleicht nicht die richtige ist. Und sie kommen so Schritt für Schritt zu immer besseren Lösungen, zu immer neuen Ideen, die sie machen können. Und das macht die total selbstwirksam. Also die werden mutiger, die werden besser gelaunt, die denken, okay, ich kann es ja wirklich selber richten. Das ist ja nicht nur das Schicksal, was auf mich eintrifft, sondern ich kann für mich sorgen. Und ich kann für mich eine bessere Lösung für mein Leben produzieren. Und ich kann es ausprobieren und stelle fest, okay, das nehme ich mit und das werde ich probieren oder so werde ich mein Leben neu ausrichten. Und das war keine gute Idee, das war vielleicht nur so eine Idee, die ich von wo auch immer her habe. Das brauche ich gar nicht. Und das macht die Menschen total energetisch. Und dann merken sie eben auch, okay, das klappt. Hier kann ich wirklich was bewirken. Für mich, für meine Umwelt, das merken dann natürlich auch die anderen. Menschen reagieren dann ganz anders. Wow, du bist viel besser drauf. Wow, da hast du ja richtig was geschafft. Die werden dadurch auch im Job natürlich viel produktiver. Da gibt es ganz viele Studien, die das eindeutig belegen, was das für eine Auswirkung hat, wenn Menschen tatsächlich Sachen in die eigene Hand nehmen. Und die merken dann eben auch an ihrer Außenwelt und an den Reaktionen, die sie bekommen, ja, irgendwas hat sich verändert. Ich bin auf einem guten Weg und das, was ich hier mache, was ich selber kreieren kann, das macht für mich Sinn. Und das ist ein super gutes Gefühl. Ja, um da nochmal anzuschließen, das ist ja eigentlich dieses I'm on the driver's seat, also dieses permanente Gefühl zu haben, ich kann was verändern, und auch wenn mal irgendwas schief geht, und das, also Krisen gehören dazu, das wird auch immer mal vorkommen, aber die spannende Frage ist ja, was tue ich dann? Also wenn dir das Leben die Zitrone gibt, beißt du dann rein oder sagst du cool und holst dir Limo oder Tequila dazu? Und ich glaube, wenn ich es geschafft habe, diese
diese Fähigkeit zu haben, mich um meinen Sinn zu kümmern, die Tools zu haben, dann bin ich immer in der Situation zu wissen, okay, es ist zwar irgendwas jetzt passiert, aber ich kann mich da jetzt auch wieder rausmanövrieren. Und ich hole mir dann eben bildlich den Tequila dazu und mache das Beste draus und glaube daran, dass ich eben auch wieder was gestalten kann. Ich glaube, wir drei beim Italiener, beim guten Rotwein oder um bei der Zitrone zu bleiben in einer Cocktailbar, das wird ein langer Abend werden, wenn wir über dieses Thema sprechen würden mit den Details, die wir jetzt auch noch und mit den Einzelheiten, die wir jetzt noch besprechen könnten. Umso schlimmer ist es eigentlich, dass diese Podcast-Episode vorbei ist, aber es muss ja für euch nicht vorbei sein, denn wir haben ja gehört, wir sollen uns ja mit dem Sinn von vielen Dingen beschäftigen. Übrigens, wie ich finde, das größte Problem der Menschheit ist, dass die Menschen sich im Alltag vergessen, mit dem Sinn zu beschäftigen, warum sie etwas tun. Von daher feiere ich euer Buch Sinnovate Your Life total ab. Danke euch beiden für diese tolle Podcast-Episode. Claudia Thalwas und Martin Schwemmle, die beiden Autoren bzw. Autorin, die dieses tolle Werk geschaffen hat. Danke euch beiden für die tolle Podcast-Episode. Danke, Dirk, und die Einladung zum Italiener nehmen wir gerne an. Danke dir, Dirk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst Bescheid, ne? Campus Bees, es gibt immer neue Folgen und wenn ihr so eine Folge wie heute nicht verpassen wollt, müsst ihr diesen Podcast abonnieren. Das heißt, kurz auf Abonnieren klicken, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, weil dann kriegt ihr so eine schöne Push-Nachricht ins Handy, dass es mal wieder eine neue Folge gibt. Ihr wisst das wahrscheinlich alles. Ich sag es trotzdem nochmal. Mein Name ist Dirk vom Campus Bees Podcast-Team und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.